Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zur neuen Zweitagesbotschaft für heute und für morgen. Heute sind die Feen dran, das Feenorakel, da werden wir gleich eine Karte von ziehen. Dann natürlich drei Karten aus dem Lennemore-Kartendeck für unsere Hauptüberschriften und ergänzend eine Energiekarte mit einem wunderschönen Mandala, wie immer natürlich. Ja, ich bin selber ganz gespannt jetzt hier. Jetzt haben wir auch schon eine Woche fast, oder beziehungsweise ja, das ist fast eine Woche rum, wo der Sommer gestartet ist. Ich hoffe, ihr habt die neue Jahreszeit auch willkommen geheißen und sieht sie auch nochmals neue Chancen, neue Möglichkeiten an. Denn es ist auch nochmal wichtig. Genau. Und auch wichtig ist, ein kostenloses Abo zu hinterlassen. Da freue ich mich mega drüber. Und den Daumen nach oben auch. Vielen Dank dafür. Auch nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren, beziehungsweise zu drücken, so heißt es, die muss man nicht abonnieren, damit ihr auch keine Videos verpasst, ne, oder Nachrichten. Okay, jetzt geht's aber hier los. So, was haben wir hier für schöne Hauptüberschriften? Alles ist schön, ihr wisst, es gibt keine schlechten Karten. Es gibt immer die Hinweise und das ist auch ganz wertvoll, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Was haben wir da? Wir haben den Schlüssel, da haben wir die Wege und den Reiter. Okay. Mit Sicherheit, alte Türe schließt sich, neue öffnet sich, Erfolgskarte. Mit neuen Wegen, neuen Entscheidungen, neuen Möglichkeiten. Mega. Ja, und ich sage es auch deswegen mega, weil wir hatten es gerade auch mit den neuen Möglichkeiten, Entscheidungen und das mit Sicherheit hier auch. Und der Reiter ist eine positive, schnelle Karte, eine Botschaftskarte, eine Treffenkarte, eine Vorwärtskarte, in den positiven Fluss kommen Karte. Es geht wieder aufwärts, ne, mit diesen Entscheidungen. Und da kann ich euch nur zu gratulieren, weil, wisst ihr, wir sind jetzt im Sommer und ich fand es früher echt anstrengend, ne? Und vieles hat sich gezogen. Manches zieht sich immer noch. Und ich bin ja, ne, dritter Vorname, Frau Geduld, ne? Nämlich nicht, sondern Frau Ungeduld. Ne? Ich habe zwei Vornamen und deswegen sage ich dritter Vorname. Ich bin sowas von ungeduldig auch, aber ich bin ungeduldig, genau. Habe noch eine andere Mentalität in mir, ne? Ich bin halb-halb. Halb-halb hört sich auch gut an, ne? Aber meine Mutter kommt noch aus einem anderen Land, deswegen habe ich auch noch mal ein bisschen anderes Temperament in mir. Also ist das mit Frau Ungeduld leider Gottes sehr, sehr wahr. Und meine Güte, ich wollte gerade das andere Wort mit F sagen, aber auch nichts so ein Schlimmes, ne? FR, sag ich mal, zwei Buchstaben, FR, also nicht meine Güte, sondern meine FR, Pünktchen. Es hat sich so gezogen im Frühling, meine Güte, wirklich. Also ich kann nur sagen, ich glaube, ich hatte noch nie so ein Frühjahr, wo sich die Entscheidungen so, so sehr vertagt haben und so zäh alles war und so nicht vorwärts ging, ne? Und so ich gemacht und getan habe und ich immer noch auch warte, obwohl ich auch, manchmal muss man halt auch warten. Ich sage ja immer, in gewissen Situationen muss man auch mal selber aktiv werden, aber wenn man irgendwann mal alles gemacht hat, dann bleibt einem nichts anderes übrig, weil sonst wird man auch unglaubwürdig, ne? Auch bei meinen Kunden, gar keine Frage, ne? Das kann ja auch so sehen. Das hat nichts mit der Kartenlegerei zu tun, sondern die, die mich so auch buchen und kennen. Außerdem könnt ihr ja meine Vita auch letztendlich lesen, hier auch in meinen Kanalinfos auch oder auch unter dem Video hier. Ich habe ja noch einen anderen Job und ja, letztendlich, ne, mit Kunden dann auch in 12 Jahre Selbstständigkeit jetzt auch. Puh. Es hat sich gezogen und es zieht sich zum Teil immer noch. Deswegen freue ich mich über den Reiter hier auch mega, ne, vom Kollektiv. Und mit Sicherheit kommen jetzt die neuen Wegeentscheidungen. Und ich freue mich deswegen noch mehr, weil die Karten jetzt die letzten Tage auch schon gewesen sind. Und ja, das ist einfach unterstützend auch für mich zu sehen, dass es hier endlich in den Vorwärts geht, ne? Endlich in den positiven Fluss geht, endlich die Nachrichten kommen, die Botschaften und das vor allen Dingen schnell. Mir geht es jetzt eher um das Wort schnell, weil ich kann, auch wenn ich natürlich geduldig sein muss und abwarten muss manchmal, aber wenn sowas noch nie so extrem sich gezogen hat, auch in den Corona-Zeiten, oh Gott, jetzt habe ich das C-Wort hier gesagt, ich habe ja früher immer nur herausfordernde Zeit gesagt, jetzt habe ich das C-Wort mal ausgesprochen,
da hat sich auch vieles gezogen und so. Aber da war ja, eigentlich war in der Zeit, würde ich sagen, war halt gar nichts los, was in meinen Trainings halt, ja, was ich mit den Trainings halt letztendlich getan hat, weil ich durfte ja nicht irgendwelche Präsenzveranstaltungen machen. Deswegen hat sich das gezogen. Und bis man erstmal auf online umgestellt hat, das wisst ihr ja auch zum größten Teil, selbst aus euren eigenen Erfahrungen, das hat auch am Anfang erst gedauert, das war ja auch nicht von jetzt auf gleich, hat jeder online umgestellt. Ne? Naja, egal. So, wir schauen aber im Hier und Jetzt und wir haben hier die positive Botschaftskarte, positive Flusskarte mit den Entscheidungen, mit Sicherheit, neue Türen, mit Erfolgskarte. Unterstützend jetzt natürlich aus dem Feenorakel noch eine Karte. Und dann geht es hier weiter mit einer Energiekarte. Da ziehen wir uns heute hier vorne eine. So. Deswegen, ihr könnt euch, ihr Lieben, auch freuen. Oder ihr könnt glauben, ich freue mich auch mega über diese Karten im Kollektiv. So, was haben wir hier? Den Winter. Na, dann geht es ja hier. Wir haben doch jetzt erst den Sommer. Die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen werden sich im Winter voll manifestieren. Was habe ich noch gerade gesagt mit Frau Ungeduld hier? Und wenn ihr noch die letzte Woche im Kopf habt, dann wisst ihr, was da für eine Jahreskarte gekommen ist, Jahreszeitenkarte. Also wer letzte Woche Mittwoch nicht geschaut hat, wer also immer an den Veröffentlichungstagen schaut, der schaut sich das bitte nochmal an von letzter Woche. Witzig, dass jetzt auch im Feenorakel Jahreszeiten sich tun. Gut, aber ich sehe das halt auch, ihr wisst, ich bin ein sehr optimistischer, ein positiver, aber trotzdem realistischer Mensch, auch in meinen privaten Legungen. Da wird's hier nicht, wird nichts schön geredet, sondern der oder die eine oder andere muss manchmal auch schlucken. Ich weiß das, dass ich manchmal auch ein bisschen in Anführungsstrichen härter bin, einen liebevollen Popotritt auch gebe. Aber ich bin nun mal halt auch in diesen Themen, psychologischen Themen halt auch ausgebildet und studiert. Deswegen darf ich das auch oder nehme ich mir das auch heraus. Und ich möchte euch ja auch nicht irgendwas erzählen, was womit ihr nicht arbeiten könnt. Ne? So. Okay, für mich ist es hier, der Winter ist ja auch immer so ein bisschen, das signalisiert die Karte auch so ein bisschen kalt, ne? Kälte, kühl, vielleicht so ein bisschen unnahbar, abwarten, ne? Bis es einem wieder warm wird. Ne? Und das, die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen werden sich im Winter voll manifestieren. Jetzt könnte jetzt jeder sagen, der überhaupt nicht betet und an Affirmationen etc. auch gar nicht glaubt. Und wie auch immer, könnte jetzt sagen, ja, die Karte tangiert mich überhaupt nicht. Okay, kannst du heute dann auch gerne so nehmen. Ich sage ja immer, das müsst ihr ja, aber ihr müsst weder Affirmationen halten, euch aufsagen oder Gebete beten, sondern das macht ihr ganz auf eure eigene Art und Weise. Und auch so, ne, wie ihr es macht oder nicht macht, das ist absolut euer Thema, das kann keiner bewerten und ich schon mal gar nicht. Und deswegen wahrscheinlich antworten, wenn wir das jetzt so nehmen, das jetzt hier, hier geht schnell vorwärts. Ne? Natürlich hat alles auch eine Aufbauphase und das sage ich auch und das bin ich halt auch. Ich bin auch mit neuen Themen dran, die können nicht von jetzt auf gleich da sein oder erfolgreich sein oder so sein, wie ich es mir gerne wünschen würde. Es ist ein Prozess, aber wisst ihr, wenn man sieht, dass es peu à peu wenigstens vorwärts geht, wenn man sieht, dass nicht irgendwie Stillstand ist, das finde ich schon klasse und damit wäre ich schon echt zufrieden. Und deswegen, wenn ich hier sehe, okay, im Winter bin ich hier wieder angekommen und der Winter ist in einem halben Jahr, so ist es nicht, ne? Und die, ich sage es immer, die kältere Jahreszeit, die fängt auch schon zum Teil im November dann an, ne? Auch mal im Oktober, was auch immer. Und das beziehe ich ja immer auch auf, wenn ich auch die große Legung mache, sage ich immer dann, wenn es kalt wird, dann, wenn es wärmer wird. Ne? Kann man nicht immer auf dem, ich sage jetzt mal 21. oder 20. Dezember beziehen oder auf dem 20. 21. Juni oder 20. 21. März. Sondern das ist dann halt auch so ein Gespür. Ne? Die Zeit und Raum, wisst ihr, gibt es da oben nicht. Deswegen, das muss alles so zusammenpassen. Aber okay, wenn ich dann weiß, warum der Stillstand jetzt im Frühling so extrem war, dann ist okay, dann ist okay, dann ist okay. Wenn aber ich sehe, dass hier mein positiver Fluss jetzt gerade da ist, mit Sicherheit die neue Türe, Erfolgstüre sich öffnet, mit den neuen Wegen Entscheidungen, bin ich hier tutti. Sehr gut, wir gucken uns jetzt die Mandala-Karte an. Oh, und die ist so schön pastellfarben. Schaut mal, mega. Und das finde ich noch toller. Wenn ich das lese, da bin ich noch mal mehr tutti. Nicht tutti futti, sondern hier pari mit allem. Paradies auf Erden. Was kannst du heute tun, um das sprichwörtliche Paradies auf Erden bereits Wirklichkeit werden zu lassen? Ihr hört schon, dass ich schmunzel, ne? Gib das, was du dir wünschst, zuerst dir selbst und teile es dann mit der Welt. Und wie schön ist das denn, ne?
Ich lese nur mal den Anfang vor und was ich jetzt gerade sagte mit dem Winter, wenn da alles so vollkommen ist, wenn ich dann sehe, warum gewisse Sachen wichtig waren im Frühling, dass ich so auf vielen Hochzeiten in Anführungsstrichen tanzen muss oder vieles in die Wege leiten muss, um endlich da auch Klarheit, Antworten, Erfolge, wie auch immer in diesem neuen Projekt zu sehen. Das ist ja nur ein neues Projekt, das hat nichts mit meinen in Anführungsstrichen alten Themen zu tun, was ich beruflich mache, aber hier was Neues auch. Deswegen Paradies auf Erden finde ich mega. Hier geht es im Fluss, Entscheidungen kommen, neue Möglichkeiten, mit Sicherheit die Erfolgstüre öffnet sich. Und deswegen, was kannst du heute, hier ist der Winter, was kannst du heute tun, um das sprichwörtliche Paradies auf Erden bereits Wirklichkeit werden zu lassen? Und wisst ihr, alles, was ich vorhin auch gesagt habe, jetzt könnt ihr es mal alles euch auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen und das werde ich auch im Nachgang und werde für mich auch überlegen, was kann ich noch heute tun, damit ich im Winter wirklich sagen kann, okay, alles war gut, alles war meine Lernaufgabe, alles war wichtig und richtig, dass ich auf mehreren Hochzeiten, mehrere Wege genommen habe, mehrere Möglichkeiten auch, ja, oder auf mehrere Karten gesetzt habe, was auch immer, ne? Ich bin immer eher wirklich absolut die Macherin, ich warte nicht ab, sondern mache lieber schon mal meine andere Pläne, lasse ich schon mal sozusagen oder bringe die anderen Pläne, wenn das eine nicht so funktioniert, schon mal ins Rollen, ne? Damit ich nicht dann eine Punktlandung habe oder eine traurige Landung habe mit einer Sache, wo ich dann 100% gegeben habe, sondern ich versuche das ein bisschen mehr zu verteilen, damit ich dann immer noch ein paar Eisen im Feuer habe, ne? Das ist so mein Weg. Aber ich finde es schön, Paradies auf Erden, ihr Lieben. Nur das zählt. Und was kannst du heute tun, um das sprichwörtlich Paradies auf Erden bereits Wirklichkeit werden zu lassen? Gib das, was du dir wünschst, zuerst dir selbst und teile es dann mit der Welt. Schön, schön, schön. In diesem Sinne, ja, ihr Lieben. Dicken, fetten Megadrücker und bis zum nächsten Orakel. Tschüss.